Faktorisieren Sie die folgenden Funktionsterme und skizzieren Sie deren Graphen. 1/4 x hoch 7 minus x hoch 5 plus x hoch 3. Ja, bitte. Und ich setze das Produkt. Ja, also das heißt, Sie müssen hier ausklammern. Ich klammer hier etwas aus. So, hier habe ich nämlich gar kein Produkt. Was kann ich denn hier aber ausklammern? X hoch 3 zum Beispiel. Ich hätte gerne mehr. Es ist aber richtig, die x hoch 3 ist richtig. 1/4 x hoch 3. Da müssen Sie nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass Sie sich nachher verrechnen. Was ist dann der erste Summand? Ja? X hoch 4. Weil x hoch 3 mal x hoch 4 ist x hoch 7 und das 1/4 kommt dann hier. Ja? So, der nächste Summand, zweite Reihe. Minus 4 hoch x hoch 2. Ja, und an der Stelle kommt eben jetzt die 4. Ja? Ist richtig. Letzter Summand, ja? Plus 4. Ohne was. Und das ist dann gleich 0. Jetzt können wir anfangen, faktorweise 0 zu setzen, also den Satz vom Nullprodukt anzuwenden. Und wir machen trotzdem eine Linearfaktorzerlegung erstmal. Das heißt, wir machen jetzt als erstes, setzen wir das zu 0. Was kommt da raus? Ja, bitte. Also wieder x hoch 2 ist gleich z. Und dann ist z hoch 2 minus 4z plus 4 gleich 0. Und da setzen wir wieder die Mitternachtsformel an. Und da erhalten wir minus minus 4. Also plus 4, plus oder minus, minus 4 zum Quadrat, minus 4 mal 1 mal 4 durch 2. So, jetzt müssen wir das ausrechnen. Minus 4 zum Quadrat ist plus 16, minus 4 mal 1 mal 4 ist minus 16, also steht hier die 0. Also steht hier 4 plus oder minus 0, halbe oder z 1 gleich z2 gleich 2. So, was können wir dazu sagen? Ja? Dass 2 dann eine doppelte Nullstelle ist? Zumindest von dem hier, ja. Tatsächlich ist das so. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ja? Wieder die Resubstitution, also wieder x ist gleich Wurzel aus z. Und dann sehen wir nein, halt, bitte nicht. Also bitte rücksubstituieren Sie x² gleich z. Also, ja. Nicht die Wurzel. Ja, weiter. Genau, und dann kommen wir um zu x gleich Wurzel z. Und dann sehen wir halt, das ist x Quadrat gleich 2. Ja. Und was ist dann das x? X ist gleich Wurzel aus plus minus 2. Ja. Nein, plus minus Wurzel. Wurzel 2, nicht Wurzel aus minus 2. So, das war die Rücksubstitution. Und jetzt hätte ich gerne die Linearfaktorzerlegung von Ihnen. Das heißt, das hier kann ich so übernehmen. Und wie sieht jetzt die Linearfaktorzerlegung aus? Ja? X minus Wurzel 2 zum Quadrat und x plus Wurzel 2 zum Quadrat. So, und jetzt können wir uns über die Vielfachheiten der Nullstellen unterhalten. Also wir haben eine Nullstelle bei minus Wurzel 2, die ist wie vielfach? Doppelt. Und damit doppelte Nullstelle heißt so etwas hier oder so etwas hier, wir wissen es nicht. Dann habe ich eine bei Pluswurzel 2, die ist? Auch doppelt. Und dann habe ich eine, was ist das hier, wo habe ich hier eine Nullstelle? Eine bei x? Ja? Terrassenpunkt. Ja, aber wo ist der Terrassenpunkt? Ja? Bei 0. Sehr gut, also jetzt können wir versuchen, das Ding zu zeichnen. Wir haben also, wir haben eine Funktion, die ist vom Typ x hoch 3. Typ x hoch 3 heißt, kommt von minus unendlich, geht nach plus unendlich. Das ist x hoch 7. X hoch 7 hat den gleichen Globalverlauf wie x hoch 3. Kommt also von minus unendlich, dann gibt es hier irgendwo eine x-Achse. Die hätten wir vielleicht niedriger zeichnen können. Egal. So, die kommt von minus. Dann berührt sie an der Stelle minus Wurzel 2. Geht wieder nach unten. Dann haben wir einen Terrassenpunkt bei der 0. Geht nach oben, dann haben wir einen Tiefpunkt, einen weiteren Extrempunkt bei der Wurzel 2 und so sieht die Funktion aus. Eine doppelte Nullstelle, weil algebraisch doppelt, sehen wir an der Stelle hier. Und hier eine dreifache Nullstelle, weil hier x hoch 3 gleich 0 ist. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet?